Weiter geht es mit einem Vortrag von Pierre Vogel zu der Kernfrage des heutigen Abends, die eine sehr wichtige Frage ist. Und zwar bedeutend für die gesamte Welt, denn damit, mit dieser Kernfrage, steht die Frage des gesamten christlichen Glaubens in Verbundenheit. Die Frage, war Jesus von Nazareth Gott oder nur ein Prophet? Denn es gibt viele Fragen, die uns Menschen beschäftigen, viele Fragen, die wir uns stellen, sie aber nicht alleine aufklären können, denn wir brauchen dafür einfach die Aussage bzw. das Wort einer höheren Kraft, einer höheren Macht, nämlich der, die uns alle erschaffen hat. Viele Menschen sind nun an einen Punkt gekommen und fragen sich tatsächlich durch die ganze Ablenkung der heutigen Welt, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Und einige der größten Psychologen unserer heutigen Zeit, die das sehr gut beurteilen können, schreiben und bemerken in ihren Büchern heute, dass im Grunde genommen die Menschen, ich zitiere, im Grunde genommen erkranken die Menschen heutzutage an der Sinnlosigkeit ihres Lebens. Das heißt nicht, dass es keinen Sinn gibt, doch wenn man ihre Probleme und all das, was die Menschen beschäftigt, zurückverfolgt, ist die Kernfrage der Sinn des Lebens, denn sie sehen vielleicht einfach keinen richtigen Sinn darin. Und es liegt wahrlich nicht daran, dass es etwa keinen Sinn gibt, sondern vielleicht einfach daran, dass sie nicht erkennen, vielleicht sogar einige einfach ignorieren. Und vielleicht ist es nicht zu viel verlangt von Ihnen und von mir selber auch, dass wir uns immer mal wieder Gedanken darum machen, ob nicht unser Alltagsleben, vielleicht das Fernsehprogramm, die Zeitschriften und all das, ob sie nicht einfach zu einer gewissen Ablenkung vom wahren Sinn des Lebens dienen. Es ist vielleicht nicht zu viel verlangt, wenn wir uns gemeinsam, wie in einer Kamera zum Beispiel, uns im Zeitraffer vorstellen, wie eine Blume wächst. Sie kennen bestimmt die Aufnahmen, die Blume ist klein. Innerhalb von 10 Sekunden sehen wir im Zeitraffer, wie die Blume wächst, wie die Blume groß wird, an Farben gewinnt, aber auch welkt. Wenn wir ein Leben eines sogenannten normalen Menschen der heutigen Zeit nehmen und dies im Zeitraffer betrachten, könnten wir das Ganze an 4 verschiedenen Verhaltensmustern festlegen. Nämlich wie der Alltag dieser Menschen abläuft. Es ist im Grunde genommen aufstehen, arbeiten gehen, Ablenkung, schlafen gehen. Aufstehen, arbeiten gehen, ablenken, schlafen gehen. Und es schaffen bis zum Feierabend, es zu schaffen, irgendwie zum Feierabend zu kommen. Selbst die Radiomoderatoren werden heutzutage nach dem Good Feeling Programm bezahlt. Das heißt, wenn sie es am Morgen schaffen, den Menschen nochmal weiß zu machen, schafft es bis zum Feierabend. Was für eine Motivation. Es schaffen bis zum Feierabend, morgen schaffen bis zum Wochenende, irgendwann schaffen bis zum Urlaub, irgendwann schaffen bis zur Rente. Doch da gibt es nur ein kleines Problem, zu dem wir alle dann blicken. Am Ende bleiben alle liegen und sterben. Und ab da haben wir eventuell ein richtiges Problem. Und wenn wir schon mal an diesem Punkt angelangt sind, können wir uns beruhigt die Frage stellen, war das wirklich alles? Wenn wir das Leben eines Menschen im Zeitraffer sehen, war das wirklich alles? Aufstehen, arbeiten und am Ende liegen bleiben, sterben. Nein, wenn wir diese Frage stellen, stellen wir die Frage nicht an unseren Intellekt, der verbogen worden ist durch Medien und allerlei Dinge, sondern wir stellen diese Frage vielleicht direkt an unser Herz. Und wir werden alle sehen, wenn wir die Augen schließen und wirklich an unser Herz diese Frage stellen, sehen wir, nein, das kann wahrlich nicht alles gewesen sein. Aber über unser Herz wissen wir, dass es als Organ einen gewissen Sinn hat. Das Herz hat einen Sinn, warum es im Körper ist. Aber wenn jedes Organ, wenn jede Zelle, wenn jedes Gelenk am menschlichen Körper und alles, was da ist, einen Sinn hat, dann muss wahrlich auch unser Leben einen Sinn haben. Und heute stehen wir hier. Wir alle wollen die Tür öffnen, aber nun steht die Frage, die große Frage, wie wir diese Tür öffnen, die Tür zu Gott. Durch den Glauben. Und die Kernfrage, wir brauchen einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Muss sich der Schlüssel nach dem Schloss oder das Schloss nach dem Schlüssel drehen? Nein, der Schlüssel, der muss sich dem Schloss anpassen, weil nicht nur Sie wollen dadurch, sondern auch andere auch. Und jeder muss seinen Schlüssel feilen. Und wenn wir selbst der Schlüssel sind und mit solchen Veranstaltungen wie heute
an uns selber feilen und uns gegenseitig daran erinnern, warum wir wirklich hier sind, stellt sich die Frage, welcher ist der beste Weg, dass jeder an seinem Schlüssel feilt? Und welche Pfeile benutzt er dazu? Was unseren Geist und unsere Seele feilt, sind nicht Ablenkung und sinnlose Beschäftigung, sondern sind Fragen und Antworten, sind Schlüsselerklärungen, sind logische Erklärungen. Und der heutige Abend soll dazu dienen. Es wurde zu vielen Wissenschaftlern, die ja so viel Wissen haben, gesagt, wer meint, aus dem absoluten Nichts etwas schaffen zu können, der soll es vormachen. Und wer meint, dass etwas Existierendes ins absolute Nichts zurückgehen kann, der soll es vormachen. Und wer das versucht, wird feststellen, dass er auch das Existierende nur die Form verändern kann, denn er wird es nicht vernichten können. Auch wir, auch die gesamte Welt, wir werden nicht ins Nichts zurückgehen. Es gibt einen Schöpfer, es gibt ihn wahrlich. Und unsere Seele erinnert sich an diesen Schöpfer. Darum trachtet die Seele danach, diesem Schöpfer näher zu sein. Nur der Geist wird oft verbogen, so weit verbogen, dass es Menschen sogar geschafft haben und dazu gebracht haben, Gott in Menschenperson, A'udhu Billah, zu personifizieren. Das heißt, Gott einfach einer Person zuzuschreiben und das noch eine menschliche Person. Es gibt viele Menschen, die meinen, dass andere Menschen Götter waren, beziehungsweise Gott sind oder was auch immer, obwohl diese sogenannten Götter jeden Morgen mit einem Bein nach dem anderen in die Hose steigen, wie alle anderen auch. Aber das merken sie vielleicht nicht. Es gibt Menschen, die Gott sogar für ein Wesen halten, das sich für irgendwelche Ringkämpfe hergibt und bilden sich sogar noch ein, dass Gott diese Ringkämpfe verlieren könnte, als wenn der allmächtige Schöpfer irgendetwas verlieren könnte. Es gibt eine Menschengruppe, und das meine ich wortwörtlich, hören Sie bitte genau zu, die haben eine Glaubensgemeinschaft gegründet, die glauben an, Achtung, Diego Maradona, dem Fußballspieler Diego Maradona. Das heißt, wenn ein Familienmitglied erkrankt oder was auch immer, gehen sie dann hin und beten zum heiligen Diego oder was auch immer. In jedem Fall erhoffen sie sich dadurch Hilfe. Wenn das kein Beweis für Sinnloses ist, dann weiß ich auch nicht. Wir wissen aus den heiligen Büchern, dass Allah lachen kann. Die Frage ist nur, die ich mir stelle, ob er das wirklich witzig findet. Denn wir alle, die hier sind, haben eine gewisse Mitverantwortung darüber, was da drüben passiert. Und wenn Menschen derart auf Abwägen sind, sollten wir einschreiten, beziehungsweise wenigstens unseren Mund öffnen und was dazu sagen. Das tue ich hiermit und fordere Sie dazu auf, wann immer Sie sowas bemerken, was Sie selber vielleicht sogar viel besser wissen als ich, einzuschreiten und den Mund aufzumachen. Es gibt andere Menschen, die sagen, wir glauben nicht, weil wir keine Wunder haben heutzutage, weil wir keine Wunder sehen. Ich habe mir einige Wunder, die in der heutigen Zeit passieren, kurz aufgeschrieben. Es sind, soweit ich weiß, jetzt nur zwei. Wenn man bedenkt, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse heute gezeigt haben, dass die Blutbahnen eines Menschen aneinandergereiht 170.000 Kilometer lang sind. Ich habe mich nicht versprochen, nicht verschrieben, ich habe das 100-mal nachgeguckt, ich habe es überall nachgefragt, es stimmt. 170.000 Kilometer Blutbahnen befinden sich in einem Menschen mit etwa einer Körpergröße von 1,80. Des Weiteren, würde man die Lunge eines normalen Menschen aufschneiden und ausbreiten, würde man den gesamten Frankfurter Flughafen damit auslegen können. Dann können Sie sich vorstellen, warum der Arzt durchtritt, wenn jemand von uns eine Lungenentzündung hat. Also wenn das keine Wunder sind oder Dinge, die wir mit unserem Kopf überhaupt gar nicht begreifen können, wie das sein kann, und es befindet sich wahrlich in uns. Was haben wir noch übersehen? Aber diese Menschen suchen einfach Wunder und sagen, ich glaube nicht, solange es Wunder gibt. Eine andere Feststellung, die ich mache, macht ein anderes Beispiel deutlich, denn achten Sie bitte darauf, ich habe viele Leute gesprochen, die sagen, sie glauben nicht an Übernatürliches, weil es nur Spekulationen sind und es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Aber wenn diese Dinge dann wissenschaftlich bestätigt werden und man zu ihnen sagt, seht, was der allmächtige Herr geschaffen hat, so sagen dieselben Leute, das ist doch kein Wunder, das ist doch wissenschaftlich bestätigt, wir wissen doch, wie das funktioniert. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass sie nicht glauben wollen. Und das meine ich mit der absoluten Ignoranz, dass die Leute heute vielleicht, dass einige den Glauben einfach ignorieren. Es ist wahrlich ein Wunder und mehr als ein Wunder, dass der heilige Koran mit einer beispiellosen rhetorischen Wucht aus dem Munde eines Analphabeten kam,
wie es Mohammed sallallahu alaihi wa sallam war, kam. Es ist ein Wunder, dass, wie Gott es bewerkstelligte, ein solch herrliches Wesen wie Jesus von Nazareth zu erschaffen, dessen Liebe man heute noch nach 2 Jahrtausenden spürt und das Ganze noch ohne Vater. Was uns nun zur Kernfrage des heutigen Abends führt, war Jesus von Nazareth wirklich Gott oder nur ein Prophet? Wir sagen nur ein Prophet, denn, kurz zur Erklärung, gemessen an dem allmächtigen Gott ist auch ein Prophet sehr wenig. Und wenn wir solche Behauptungen in der heutigen Zeit aufstellen, die von solch enormer Wichtigkeit sind, dann müssen wir auch die Anlässe dazu überprüfen und hinterfragen. Hierzu haben wir 2 Personen eingeladen, die leider beide nicht gekommen sind. Achso, ich dachte, sie wären jetzt gekommen. Ich dachte, die klingeln. Ich dachte, die haben geklingelt. Ich wollte sagen, komm rein. Bitte, ich bitte um Entschuldigung. Pfarrer Steinberger aus Österreich haben wir eingeladen, der eine ganze Videoserie gegen den Islam produziert und gefördert hat, ist leider nicht gekommen. Und einen Missionar, Nassim Ben Imam heißt er, glaube ich, oder Iman. Er war Moslem und hat irgendwie dann später dann doch Jesus gefunden oder Jesus hat ihn gefunden. In jedem Fall haben sie sich irgendwie angefreundet und jetzt sieht er sich in seiner Berufung bestätigt, jetzt gegen den Islam zu predigen. Hier hatten sie die Möglichkeit, wir suchen ja Freundschaft, wir suchen Nähe und wir suchen eine gemeinsame Diskussion, eine gemeinsame Findung, einen gemeinsamen Weg. Und hier haben wir die Möglichkeit gehabt, dass sie hier vorsprechen. Leider beide nicht erschienen, deswegen mussten wir auch in letzter Sekunde ein bisschen umstrukturieren. Zum Schluss möchte ich Ihnen, ich möchte damit schließen, indem ich sehr kurz die Geschichte zusammenfasse, wie ich selber zum Islam kam, nämlich das letzte Gespräch, was ich mit einem islamischen Bruder hatte, den ich fragte, weil ich dann bemerken muss, ich war zu dem Zeitpunkt, in dem Moment noch kein Moslem und fragte, aber Bruder, sagte ich, obwohl ich kein Muslim war, sagte ich dem Bruder, wenn das all, was du mir sagst, nicht stimmt, was hast du dann von dem Ganzen? Und er antwortete mir, und damit hat er mich zum Islam gebracht, vielleicht zur Verknüpfung mit dem heutigen Thema, er antwortete mir, wenn ich sterben sollte und feststelle, dass das alles nichts ist, dann habe ich ein ehrenwertes Leben geführt. Aber wenn es doch so sein sollte, wo willst du dann hin? Und vielleicht zur heutigen Kernfrage, das von enormer Wichtigkeit ist, die Frage, war Jesus Gott oder nur ein Prophet? Ich bedanke mich von meiner Seite und rufe Pierre Vogel auf zu seinem Vortrag. Vielen Dank. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq. ليثره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Erstmal nochmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen auch an alle Nicht-Muslime. Für mich ist das ehrlich gesagt heute eine riesengroße Freude, hier in Köln einen Vortrag zu haben, weil das irgendwie meine Stadt ist hier. Und wir haben hier eigentlich noch nie einen größeren Vortrag in einer größeren Halle gehabt, wo wir also längere Zeit vorbereitet haben. Aber keine Angst, wir fangen jetzt nicht an mit Kölle Alaf oder so. Ne? Keine Angst. Und deswegen freut mich auch heute hier so viele Gesichter zu sehen. Alhamdulillah, eine jüngere Dame ist schon zum Islam konvertiert. Allahu Akbar. Ich hoffe, heute folgen noch welche, jüngere Damen, jüngere Herren, je nachdem, egal. Alhamdulillah. Und ich wollte mal fragen, wo die Leute her sind. Wer kommt aus Bayern heute? Ah, da bist du ja, mashallah. Regensburg, ne? Alhamdulillah. Frankfurt, jemand hier? Ne, da haben sich ein paar Leute angekündigt. Neuwied haben wir, ne? Ja. Köln?
Super. Bergisch Gladbach? Ah, auch sehr viele. Bonn? Ruhrgebiet? Auch einige, Alhamdulillah. Ja gut, egal. Auf jeden Fall, Alhamdulillah. Ja, weil ich freue mich heute so hier zu sein. Ich würde am liebsten jetzt mit euch ein bisschen Smalltalk machen. Aber viele Menschen sind ja heute für einen Vortrag hier hingekommen. Ich würde mich gerne mit jedem unterhalten. Und ich wollte mich erstmal von vornherein schon mal entschuldigen. Meine Stimme ist auch heiser, dafür wollte ich mich auch entschuldigen. Und vor allen Dingen wollte ich mich entschuldigen, weil es ist halt so, viele Menschen, die kennen mich vom Internet her. Ich wohne sozusagen bei denen zu Hause. Ja, einmal ist was Witziges passiert. Ich fahre auf der Autobahn und auf einmal überholt mich einer und ich gucke bei dem ins Auto rein, hat er einen Laptop auf seinem Ding und ich sehe mich im Laptop. Da habe ich gedacht, ich muss direkt mal vorbeifahren und winken. Wie hier und da ist er auch, wie geht das denn? Subhanallah. Jedenfalls, Alhamdulillah, deswegen wollte ich mich entschuldigen, weil es werden vielleicht einige Leute etwas zu kurz kommen heute, die gerne mit mir etwas länger und sich gerne mit mir etwas länger unterhalten wollen. Und viele denken dann, ja, der ist aber unfreundlich, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ich mich mit jedem hier eine halbe Stunde unterhalte, dann kommen wir zu gar nichts mehr. Wir haben uns ja jetzt schon verspätet, weil ich eben ein paar Leuten die Hand gegeben habe. Aber okay, das Thema von heute ist, wie gesagt, ihr habt es schon gelesen, war Jesus Gott oder nur ein Prophet? Das ist das Thema von heute. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Warum ist es dieses Thema sehr wichtig? Weil dieses Thema eigentlich der zentrale Diskussionspunkt zwischen Christen und Muslimen sein sollte. Wenn es um die Fragestellung geht, welcher Weg ist der wahre Weg zu Gott? Denn laut Christentum, und da kommen wir nachher drauf, ist Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. Sowohl Sohn Gottes als auch wahrer Gott. Mir ist es des Öfteren passiert, wenn ich das erzählt habe vor einem Publikum, seltsamerweise, da kommen dann nachher Leute zu mir, sind voll sauer, ich war bei der Firmung gewesen und ich gehe jede Woche in die Kirche und Jesus ist nicht Gott. Dann holt man den Katechismus raus und heute habe ich mich bewaffnet, manchmal vergesse ich, hier sind die ganzen Definitionen drin, lutheranische Kirche, reformierte Kirche, orthodoxe Kirche, katholische Kirche, ja, wo jeder sagt, Jesus ist wahrer Gott. Und im kleinen katholischen Katechismus, weil wir es hier meistens im Kölner Raum mit Katholiken zu tun haben oder im Rheinland, steht ganz wortwörtlich drin, im zweiten Glaubensartikel, wenn ich mich richtig erinnere, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Und als Muslim ist Jesus einer der geehrtesten Propheten des allmächtigen Gottes. Der Islam, und ich betone es immer wieder, ist die einzige Religion, bei der es ein Glaubensartikel ist, an Jesus zu glauben. Kein Muslim kann ein Muslim sein, wenn er nicht daran glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Dass Jesus Wunder gewirkt hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Dass Jesus Tote lebendig gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Dass Jesus Blinde sehend gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala. Also muss die Fragestellung sein, wenn ich auf die Welt komme und ich sehe, oder ich lebe in diesem Land und ich sehe, die einen sind Muslime, die anderen sind Christen, und mich interessiert es, welcher Weg ist der richtige, sollte mich dieser fundamentale Unterschied im Dogma beziehungsweise in der Glaubenslehre interessieren. Deswegen ist die Frage, wie findet man die Wahrheit? Wenn ich die Wahrheit finden will, ja, dann muss ich erstmal wissen, wie finde ich die Wahrheit? Und da gebe ich euch erstmal ein Beispiel, wie man die Wahrheit nicht findet. Wie man die Wahrheit nicht findet. Ein Beispiel. Vor ungefähr einem Jahr wurde etwas ausgestrahlt, eine Fernsehsendung, von einem konvertierten Muslim, hier aus dieser Stadt. Er heißt Ballerina oder Ballerino oder irgendwie so, ja. Und da wird das Kamerateam hat sich dazu entschieden, diesen speziellen Menschen von Tausenden
von konvertierten Muslimen haben sich entschieden, gerade diesen Menschen 2 Jahre lang mit der Videokamera zu beobachten. 2 Jahre zu verfolgen sozusagen. Wir müssen uns erstmal eine Frage stellen, was kostet ein Kamerateam pro Tag? Hunderte Euros. Da ist einer, der den ganzen Kram schleppt. Hier, wir kennen es ja, aber unser Kamerateam kostet nicht so viel. Wir sind Amateure. Ja? Dann der Kamera, dann der Regisseur, der Kameramann, dann der das verarbeitet. Das kostet hunderte Euros. Das heißt, über 2 Jahre Tausende von Euros. Ein bisschen teurer als das Lotto los. Und was will man natürlich damit erreichen, wenn man jemanden 2 Jahre beobachtet? Beziehungsweise filmt. Man möchte eine Story haben, oder? So, jetzt von den tausenden Leuten, die Muslim werden, ist der ganz große Prozentsatz, wird nachher, ich will keinen beleidigen, gehört zu den langweiligen Muslimen. Ich meine jetzt langweilig im Sinne von für die Presse. Uninteressant. Oder meinst du, wenn man bei WDR oder bei ARD oder bei RTL oder irgendwo einen Film ausstrahlt, dies ist der Muslim Pierre Vogel, er ist vor 7 Jahren Muslim geworden, manchmal fastet er, manchmal betet er, interessiert keinen Menschen. Da sitzen die alle so vom Fernseher. Lass mal umschalten. Interessiert keinen. Oder stell dir vor, nach einem halben Jahr tritt er aus dem Islam raus, schon die ganze Zeit gefilmt, plötzlich tritt er wieder aus dem Islam aus. Uninteressant. Ja. Oder der wird Hippie-Muslim. Oder zieht irgendwo in islamisches Kloster, in Anführungsstrichen. Uninteressant. Was ist interessant? Was ist interessant für das Fernsehen? Was wäre das Optimalste? Dass dieser Mensch sich nach 2 Jahren zu einem radikalen Muslim entwickelt. Das wären doch die 6 Richtige, oder? Das wären doch die 6 Richtige von Tausenden von Muslimen. In Deutschland wählen wir uns diese Person aus Köln aus und beobachten ihn, geben einen großen Einsatz. Wir beobachten mit der Kamera. Jedes Mal kostet es hunderte Euros. Und zufälligerweise, tatsächlich, er wird zu einem radikalen Muslim. Nach 2 Jahren. Was soll man noch anders erwarten hier, ne? In Köln leben ja sowieso nur Radikale. Radikale Karnevalisten. Kamelle, Strüße, Brütsche, Funkermarieche und so, ne? Ja, heute sind viele aus Köln, die verstehen das. Den Bayern übersetze ich das nachher, inshallah, die da sind. Jedenfalls, er wird zu einem Radikalmuslim. Gibt es für das Fernsehteam noch was Besseres? Kann es noch besser kommen für das Fernsehteam? Ja, es kann noch besser kommen. Dass diese Person dann plötzlich vor laufender Kamera öffentlich zum Dschihad aufruft. Da werden vielleicht einige sagen, auf so einen Idioten hat das Fernsehen schon lange gewartet. Habe ich nicht gesagt, aber es werden vielleicht einige sagen. Und das sieht dann genau so aus. Jeder kann es sehen im Internet. Ich sage das nicht, dass hier für die Leute vom Verfassungsschutz, ich mache nur jemanden nach, ja? Falls ihr da, wo seid ihr? Hallo? Wo sitzt? Komm, zeig doch mal, wo seid ihr? Ach da, okay, alles klar. Ich weiß doch, dass ihr da seid. Mensch, auf jeden Fall. Obwohl, die wisst ja, die sehen mich im Internet, ich habe sowieso nichts zu verstecken, von daher ist nicht so schlimm. Jedenfalls, sieht das dann so aus. Guck mal, wie authentisch das aussieht. Ihr könnt es alle nachgucken. Geht raus, wie Ballerina oder wie heißt das gemacht hat. Geht raus zum Dschihad und geht raus und lest im Koran, was die Regeln vom Dschihad sind und was der Koran zum Dschihad sagt. Und geht raus und implementiert es einfach. Stell dir vor, das sieht die deutsche Oma, 81 Jahre. Die sagt, ja, die Muslime, schau dir das an. Alle Moscheen schließen. Dieser arme Mensch, vor 2 Jahren noch ein normaler Mensch. Und jetzt ruft er vor offener Kamera zum Dschihad. Was die wenigsten hinterfragen, weil wir sind leider so programmiert, dass wir alles, was uns vom Fernsehen präsentiert wird, konsumieren.
auf diese Art und Weise. Alles, was kommt, tok, 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 wird so gegessen und wird direkt verdaut. Was die wenigsten nachfragen, mit wem redet er hier? Ruft er das Kamerateam zum Dschihad auf? Mit wem redet er hier? Wisst ihr, mit wem er redet? Er macht dort einen Unterricht. Der ist vor 2 Jahren zum Islam gekommen, macht einen Unterricht. Für wen? Hier sind viele aus Köln. Wer hat beim Unterricht von Ballerina oder wie heißt teilgenommen? Wer hat einen Unterricht von ihm gehört? Keiner. Und ich wurde in Köln und zu dieser Zeit, wo angeblich sein Glaubenszweifel kommt und soll jetzt nicht irgendwie, ist jetzt kein Selbstlob oder so, aber wer kennt meine Unterrichte? Ja, die meisten wahrscheinlich, ne? Alhamdulillah. So, warum habe ich diesen Menschen noch nie in der Moschee gesehen in Köln? Warum, wenn er doch Zweifel bekommen hat am Glauben, warum hat er uns nicht mal angerufen? Und mit wem redet er hier? Mit wem macht er hier Unterricht? Mit gar keinem. Und daran sieht man, was uns für eine Volksverdummung präsentiert wird. Ganz klarer Fall. Für jeden, der 1 und 1 zusammenrechnen kann, kann sich das denken. Aber es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Die 6 richtig, jetzt kommt der nächste 6er. Jetzt tritt er plötzlich aus dem Islam aus. Seht ihr, für die Tausenden, die in Deutschland jährlich zum Islam treten, hier guckt, der ist ein gutes Beispiel, hier unsere Ballerina, Ballerino, ja, er hat es euch vorgemacht, an ihm könnt ihr genau sehen, er hat es doch schon miterlebt. Also glaubt doch nicht, was Pierre Vogel und Co. erzählen. Hier, da. Und dann kommt die Begründung. Und spätestens ab da wissen wir, dass das entweder ein Fall ist für die Ernüchterungszelle, für Neurologie oder für Hollywood. Meine Menschlichkeit hat mich vom Islam weggeführt. Und wo hat sie ihn hingeführt? Zum koptischen Christentum. Ich will keinen Kopten beleidigen, aber viele Christen von den anderen Gruppen sagen, dass das die unauthentischste Form vom Christentum überhaupt ist. Frag mal einen evangelikalen Christen beispielsweise, wird das sagen. Aber okay, kein Problem, jeder muss selber wissen, was er macht. Aber warum spreche ich das an, die Menschlichkeit? Weil die Menschlichkeit, damit will er sagen, guck mal, im Koran steht drin, in Sure 24, ja, Vers 4, dass der Unzüchtige und die Unzüchtige 100 Peitschenhiebe bekommt. Der Unzüchtige, die Unzüchtige, 100 Peitschenhiebe. Dann sagt er, meine Menschlichkeit sagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Dann schlägt man die Bibel auf. Ich habe 2 Stück dabei, ja, falls es Proteste gibt. Alhamdulillah, heute gab es noch keine Demonstrationen vor der Tür und so. Wir sind sehr beruhigt, Alhamdulillah. Deuteronomium 22, ja, ist das 5. Buch Moses. Und dort lesen wir dann, was laut dem Gott, der die Bibel herabgesandt hat, passiert mit einer Frau, die geheiratet hat und der Mann sagt, diese Frau war keine Jungfrau mehr. Dann steht dort, ja, wenn der Vorwurf aber zutrifft, wenn sich keine Beweise für die Unberührtheit des Mädchens beibringen lassen, soll man das Mädchen hinausführen vor die Tür ihres Vaterhauses. Da machen wir erstmal Stopp. Das heißt, wenn es keine Beweise gibt für die Unschuld des Mädchens, das heißt, das Mädchen muss dann erklären, nee, ich war doch Jungfrau gewesen, auch wenn ich keine Jungfrau war, ist ein Unfall passiert, hin und her, irgendwas. Ansonsten, was passiert dann? Dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Die Menschlichkeit hat ihn geführt von den Peitschenhieben. Bei bewiesener Sache, nicht bei, die sagt ja, der sagt, sie war keine Jungfrau mehr. Kann ja jeder erzählen. Bei bewiesener hat ihn hierhin geführt. Ja. Es wird natürlich jemand sagen, ja, ist ja Altes Testament. Kein Problem, Altes Testament. Im Neuen Testament steht 1. Timotheus 3, Vers 16.
laut Apostel Paulus, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert, die ganze Heilige Schrift. Und alles davon ist nützlich zum Lehren und Unterweisen in der Schrift und so weiter. Und in Matthäus 15, Vers 4 kritisiert Jesus die Pharisäer, weil sie nicht die Todesstrafe anwenden, die im Alten Testament drin ist, für denjenigen, der die Eltern beleidigt. Kann man alles nachlesen. Aber das Problem ist, man selektiert immer die Verse, die einem gefallen. Aha, Liebe, Liebe, Freude, Friede, Freude, Liebe, Liebe. Ja, und dann macht man sich seine eigene Religion draus, die fernab von dem ist, was in der Bibel steht. Und ich will hiermit nicht die Bibel kritisieren. Und ich will hier nicht irgendeinen Christen mit diffamieren. Was ich nur hiermit klar machen will, wo ist unser Maßstab? Warum diese Show? Warum dieses dumme Gelaber auf gut Deutsch? Ihr Schwart auf Kölsch. Warum? Dann hat es ihn, die Moral, seine Menschlichkeit hat ihn weggeführt von dem Koran, wo drin steht, dass man die Feinde Gottes nicht lieben soll. Man soll die Feinde Gottes nicht lieben. Ist das schlimm? Nehmen wir mal irgendjemand auf der Straße, ich liebe den nicht, bin ich verpflichtet, jeden hier zu lieben in Deutschland oder wie? Nee. Ich bin verpflichtet, jeden Menschen gut zu behandeln, oder? Laut dem Gesetz, was hier herrscht. Und laut Koran, laut Sunna bin ich auch dazu verpflichtet, den Menschen gut zu behandeln. Egal, ob mir sein Gesicht passt oder nicht, ob ich ihn mag oder nicht mag. Ich darf ihn nicht bestehlen, ich darf ihn nicht belügen, ich darf ihn nicht ermorden, ich darf ihn nicht zusammenschlagen, nicht in den Schwitzkasten nehmen und Haaren ziehen, kratzen. Ja. Ja, wo ist das Problem? Das heißt, warum darf man den Feind Gottes nicht lieben? Was lesen wir in der Bibel? Lukas 14, Vers 26. Dort steht, wer zu mir kommt und nicht seinen eigenen Vater hasst und seine eigene Mutter hasst und seine eigenen Kinder hasst und seine Frau hasst und seine Schwestern hasst und seine Brüder hasst und sogar seine eigene Seele hasst, richtige Übersetzung, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, er ist lieber von nicht lieben zum Hassen und sich selber hasst. Ist lieber da übergegangen. Jetzt wird natürlich jemand berechtigterweise sagen, er wird sagen, in der Bibel haben wir auch andere Verse. Und ich will eine Sache betonen. Ich bin der Meinung, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Weil wir Muslime glauben, dass im Ursprung diese Botschaft von Gott gekommen ist, aber dass Dinge verfälscht wurden. Ich sage nicht, dass das ein schlechtes Buch ist, im Gegenteil. Ich sage, dass dieses Buch vielen Menschen geholfen hat, ein besseres Leben zu führen und bessere Menschen zu werden. Aber ich bin erstens der Meinung, dass Dinge verfälscht wurden, da können wir gerne drüber diskutieren. Und zweitens sage ich, wenn ihr den Koran kritisiert, dann schaut euch mal die Bibel an. Und jeder, der das nicht glaubt, der sollte sich mal das Video von mir angucken, Blutbad in der Bibel. Kennt jemand Blutbad in der Bibel, das Video? Und, gefällt euch, oder? Alhamdulillah. Worum geht es? Der wird berechtigt dabei sagen, ja, wir haben auch andere Verse in der Bibel. Stimmt, haben wir auch. Aber im Koran haben wir auch andere Verse. Und wir müssen alle Verse zusammennehmen, sowohl beim Koran als auch bei der Bibel. Aber warum wählt man diese Herangehensweise bei der Bibel? Aber beim Koran wählt man diese Herangehensweise nicht? Das ist hier die Frage. Warum habe ich diesen Punkt gebracht? Dann sagen wieder einige, der böse Vogel, der Vogel, der redet schlecht über uns, der schimpft, der hetzt gegen Barino. Nein, ich schätze nicht gegen Barino. Ich sage, tut ihm nichts. Ich stelle mich vor ihn. Tut ihm nichts. Lasst ihn in Ruhe. Krümmt ihm kein Haar. Okay? Verstanden? Jedenfalls, ich bringe dieses Beispiel nur, damit wir eins verstehen. Weil jedes Thema braucht seine Einleitung und die Einleitung ist manchmal wichtiger als der Hauptteil. Wir müssen die Religion an dem Kern der Religion messen, nicht an Äußerlichkeiten. Das ist das Wichtigste. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin Christ geworden, weil die Orgelmusik in der Kirche gefällt mir gut und der Adhan gefällt mir nicht gut. Der Muezzin bei mir im Dorf, der hat eine schlechte Stimme. Da bin ich Christ geworden. Ich finde die Orgel so schön, ich spiele auch gerne Orgel. Das ist Quatsch. Oder der andere sagt, ja, ich bin Christ geworden, weil ich mag gerne Currywurst mit Fritten. Und im Islam ist Currywurst mit Fritten verboten, Schweinefleisch. Deswegen bin ich Christ geworden. Oder der andere sagt, ja, ich bin Muslim geworden, weil der Pfarrer bei uns in der Kirche, der ist voll langweilig.
Und ich habe einen Imam bei mir in der Ecke, der ist wie Al Jazeera, der bringt alle Nachrichten beim Freitagsgebet. Die in Amerika und in Israel und ja, und das fand ich cool. Da bin ich Muslim geworden. Nee, du musst gucken, was ist der Kern der Religion? Wie müssen wir jetzt rangehen an die Sache? Zunächst einmal müssen wir uns bewusst sein, dass, wie gesagt, jeder Weg von sich selber erzählt, er ist der einzig wahre Weg zu Gott und die Rettung vor der Hölle. Manchmal, ich sage bei einem Vortrag, ist mir wirklich schon passiert, wenn ihr den Vortrag in Kassel gesehen habt, da war ich auch so heiser, da habe ich erwähnt, dass Allah im Koran sagt, in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Allah sagt im Koran, ganz deutsch, nach glauben alle Muslime, wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, das heißt als Nicht-Muslim stirbt und hat die Botschaft bekommen, es wird von ihm nicht angenommen, er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt, ewige Hölle. Das ist so. Ich habe das erzählt in Kassel, plötzlich sehe ich da Leute halb am Ausflippen, der Professor von der Universität, wo regt er sich auf? Ich meine, wenn er nicht daran glaubt, was juckt ihn das? Wenn zu mir ein Christ sagt, ja, wenn du Christentum nicht annimmst, wenn du Jesus nicht als deinen einzigen Retter annimmst, dann gehst du für ewig in die Hölle. Ja, hier sage ich ja, ist deine Meinung. Ist deine Meinung. Aber das ist eine Tatsache. Hölle. Sowohl der Christ sagt, wer nicht stirbt und hat Jesus nicht akzeptiert als seinen Retter und Erlöser, geht in die Hölle. Ja. Und genauso sagen die Muslime, wer stirbt, ohne den Islam angenommen zu haben, er hat die Botschaft bekommen, wird für Ewigkeit in der Hölle landen. Die Augen werden groß, es setzt Gänsehaut ein, Leute regen sich auf. Und dann kommt natürlich direkt wieder der Satan und sagt, ach was Hölle, es gibt keine Hölle. Wir haben die Hölle auf Erden. Hör doch nicht. Kamelle, Strüße, Brütsche, kommt dann wieder, Funke, Marieche. Denk doch nicht an die Hölle. Denk an schöne Sachen. Denk doch an Urlaub auf Mallorca oder so. Ballermann 6 oder so. Ja, mit dem Strohhalm, das Bier aus dem Pott trinken und so. Denk doch daran, denk doch nicht an so grausame Sachen. Aber das Problem ist, man kann die Augen nicht davor verschließen und die Ohren verschließen, denn irgendwann wird es einen treffen. Genauso wie der Tod. Viele Menschen wollen von dem Tod nichts hören. Wenn du ihnen vom Tod erzählst, dann sagen sie auch, nee, komm, hör auf. Erzähl mir lieber was von Kölner Karneval oder Lukas Podolski oder so. Ja? Aber erzähl mir nichts vom Tod. Aber der Tod wird dich einholen. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Und genauso wird man in die Hölle gehen. Es sei denn, man öffnet jetzt seine Ohren, öffnet jetzt seine Augen und vor allen Dingen öffnet sein Herz für die Wahrheit. Öffnet sein Herz für die Wahrheit. Denn frag dich mal selber, warum bist du so, wie du bist? Warum bist du katholisch, evangelisch, neuapostolisch oder je nachdem, von mir aus muslimisch. Viele, weil sie getauft worden sind, in einem Alter, wo sie nur die Hose gemacht haben. Das heißt, du lässt deine Eltern nicht für dich entscheiden, wen du heiratest. Du lässt deine Eltern auch nicht mal für dich entscheiden, welches Fach du studierst. Du lässt deine Eltern nicht für dich entscheiden, welches Auto du fährst. Wie kann es sein, dass du deine Eltern für dich entscheiden lässt, welcher Weg für dich der richtige ist zum Paradies? Und du hast das System nicht verstanden, worum es geht. Deswegen frag dich heute selber, und ich bitte jedem um Aufmerksamkeit, frag dein Herz. Und ich bringe die Präsentation, inshallah, frag dein Herz, ist Jesus Gott? Denn wenn du dies ablehnst in deinem Herzen, dann bist du mehr Muslim, als du denkst. Und dann musst du dich fragen, was hindert dich, diesen Schritt zu gehen?